Herzlich willkommen zu unserem 2-Minuten-Review zu The Lego Movie 2. Der Film spielt direkt nach der Handlung von The Lego Movie 1. Mr. Business wurde besiegt, aber diesmal taucht eine Armee von Duplo-Figuren auf, die die Welt von Lego City zerstören und es in einer postapokalyptischen Einöde verwandeln. Und Emmets Aufgabe diesmal ist es, die Duplo-Figuren zu besiegen. Was ich schlecht finde an dem Film, ist die Gagdichte. Versteht mich nicht falsch, ich finde die Gags in dem Film prinzipiell gut. Nur das Problem ist es, dass es sehr viele sind und nicht jeder Gag hat wirklich funktioniert. Aber davon mal abgesehen, ist dieser Film ein ziemlich guter Animationsfilm. Die popkulturellen Referenzen, die Kinderstimmen von den Duplo-Figuren und vor allem auch allgemein die Synchronstimmen von den Lego-Figuren und ständige Wechseln des Settings machen diesen Film großartig. Ich finde es super, dass dieser Film nicht nur für Kinder sehr gut funktioniert, sondern auch für die Erwachsenen. Man hat im Kino gemerkt, wie viel Spaß die Kinder mit dem Film, mit den Figuren und mit dem Setting hatten. Für wen kann ich diesen Film empfehlen? Natürlich für alle Lego-Fans, für alle Fans, die den ersten Film schon gefeiert haben. Und für Kinder und Familien. Nicht nur ein Spaß für die Kinder, sondern auch etwas für die Erwachsenen. Und er funktioniert einfach auf allen Ebenen. Das war's eigentlich mit dem Video. Falls euch das Ganze gefallen hat, dann zeig's mir doch mit deinem Daumen nach oben. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann abonniert diesen Channel. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge oder Videowünsche habt, dann schreibt es mal unten in die Kommentare. Und falls ihr diesen Film schon gesehen habt, dann schreibt mal auch in die Kommentare, wie ihr ihn findet und ob ihr ihn besser findet als Teil 1 oder schlechter. Würde mich mal echt interessieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.